Hi Leute, willkommen zurück. Es wäre Alice im Zockerland. Der Countdown da unten, der Timer da unten. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn man ein paar Minuten nichts macht, dann bleibt er stehen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich muss nur in diesen Bildschirm gehen, dann zählt das Gott sei Dank nicht weiter. Ich glaube, man muss ein paar Minuten nichts machen. Ich eben stand still und sobald ich den Controller in die Hand genommen habe. Egal. Das ist ja völlig uninteressant für euch. Wir sind mit Aerith unterwegs. Wir haben sie vor Reno gerettet. Aerith lügt uns an, von vorne bis hinten. Wohnt in diesem Viertel eigentlich niemand? Die Häuser sind alle verlassen. Wir stören niemanden. Wir stören womit denn? Mit unserem Rumgetrampel auf den Dächern vermutlich. Was habe ich bekommen? Äther, geil. Sie ist so hübsch. Aber aus Gründen passt sie zu einer anderen Person. Viel besser als geplant. Die ist ja völlig verrostet. Lass mich vorgehen. Mir fehlt ein bisschen Kontrast. Es ist ein bisschen ausgeglichen gerade, aber... So schön, so schön. Die Leiter ist ziemlich alt. Pass auf. Ja, ja. Ja, ja, es leckt mich am Arsch, Aerith. Huch. Vorsicht. Jetzt bleib mal locker, Cloud. So leicht falle ich schon nicht runter. Oh nein. Puh, hab ich mich erschrocken. Vielen Dank, Cloud. Weißt du, sie ist so in einem Augenblick... Sieh mal, der Wall. Ja, habe ich eben schon gesehen, tatsächlich. In einem Augenblick ist sie so... Wayne, alles gut. Und im nächsten ist sie so... Wo ist mein Held? Der Held. Einmal wäre ich fast nach draußen gegangen. Einmal im Ferienlager. Hab's am Ende aber doch gelassen. Ist auch viel zu gefährlich. Tut mir leid. Ich habe gehört, dass die Welt außerhalb von Midgar grün und voller Tiere sein soll. Manchmal frage ich mich, ob ich an so einem Ort überhaupt leben könnte. Vielleicht nicht. Die Slums machen mir nichts aus. Ich lebe sogar gerne hier. In dieser Stadt bin ich zu Hause. Die Leute in den Slums sind so stark. Die lassen sich nicht unterkriegen, obwohl sie allen Grund dazu hätten. Ihr Lebensmut ist richtig ansteckend. Oh. Bin ich ja schon so eine Herzensgute. Ich hoffe, dass sie was aus ihr machen so richtig, weil im Originalteil fand ich sie halt so... Sie war halt da? In Crisis Core mochte ich sie dann richtig. Crisis Core, wie gesagt, also ich mochte sie richtig gerne in Crisis Core und das Spiel hat einfach so... Dieses Mal gehe ich aber vor. Du versuchst sonst nur wieder, mich abzuhängen. Okay. Schaffst du das auch? Mit Links und Fieber. Siehst du? Wozu brauche ich dich eigentlich? Ich gehe einfach vor und lass dich zurück. Hoppla! Weniger reden, mehr konzentrieren. Dann erzähl du doch zur Abwechslung mal was, Cloud. Crisis Core hat einfach so viel für mich und gehört nicht zum Job. Meine Beziehung zu Final Fantasy 7 getan. So, das wollte ich sagen. Geh weiter! Weiter gehen, Aerith! Na? Mach mir nicht mehr Arbeit. Ich zuerst! Das kommt mit dem Kleid, glaube ich, nicht so gut, Aerith. Sind wir bald da? Sind wir bald da? Oh Gott, er fängt sie jetzt auf. Nein, er geht einfach weg. Schaffst du das? Natürlich. Das wird nichts, Cloud. Klischee. Hast mich schon wieder gerettet. Mit dir wird es echt nicht langweilig. War das ein Kompliment?
Na, irgendwie nicht. Sarkasmus. Gewöhn dich besser dran. Oh, oha. Der Gruppe beigetreten. Wir sind jetzt ganz in der Nähe des Bahnhofs von Sektor 5. Komischerweise tummeln sich hier recht viele Ungeheuer. Na, sieh mal, wer hier wieder einen auf besonders cool macht. Ich kenne mich mit diesen Kreaturen einfach nur aus. Okay, was hat Aerith denn so zu bieten? Nein. Ein Mithrila am Reif. Da geht doch noch was, oder? Nein. Warte, wo bin ich denn? Da ist mein Cursor. Der ist schlecht, der ist schlecht, der ist schlecht. Physischer Abwert. Da, magischer Abwert. Nee, da geht nichts mehr. Das war. Da geht aber was. Hat sie magische Attacke plus 6 und Magie plus 3. Ohrringe sind gut. Der. Aha. Schütze im Nahkampf ist vollständig von. Top. Einer. Was macht der? Verringert erlittenen Schaden, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Nein, wir geben ihr die Ohrringe. Was hat sie für Materie? Gebet. TP aller Gruppen wieder geheilt werden können. Aber Heilkraft wins. Ne, egal, das ist das. Auf Level 5 Heilkraft enorm. Außerdem alle Gruppenmitglieder. Frost und Vision. Kann nur einmal während eines Kampfes eingesetzt werden. Oha. Das möchte ich mal ausprobieren. Richtig interessante Vision? Was tut es? Glut, Quittung, was machen wir denn? Was machen wir denn mit ihr? Was machen wir denn mit ihr? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Die sind, glaube ich, alle. Ah, nee, Kaktor ist noch frei. Wow. Ach ja. Magische Attacke, magische Abwehr, TP Maximum 8 Stück jeweils. Kern 1, jeweils 10. Ja, das ist toll. Und dann sind 45 WP auch schon echt schnell weg. Magischer Attack ist 12. MP Maximum, ja, wäre vielleicht nicht schlecht, aber ich gucke erst mal. Hier TP definitiv, so wie ich spiele. 9 und 2 magische Abwehr plus 7 physische Abwehr. Wir haben jetzt, glaube ich, sehr viele, die physisch angreifen. Wer mich kennt, weiß, dass diese WP-Anzahl dann nicht stehen bleiben kann. Schaden von Sturm plus 5. Ich mag Sturm nicht. Sturm ist so tatsächlich mein am wenigsten geliebter Zauber. Schaden von normalen Angriffen ist auch so zusätzlich mit beim Blocken. Wird sie blocken? Von alleine blocken die von alleine? Nee, da bin ich gerade nicht so bei euch irgendwie. Ich mach den Kern fertig. Er ist fertig, oder? Yes! Sehr schön! Guti! Da geht's lang. Ich gucke hier gerade nochmal, aber hier waren noch keine Ecken, wo noch was sein könnte. Lang. Gehen wir da lang. Ich habe hier eine Karte. Wir gehen erstmal links lang. Ist das richtig? Das sieht so. Ach nee, da geht es unter dem Ding weiter, unter der Brücke, unter dem. Dann. Nee, oh, da geht's zum Ziel. Dann gehen wir da lang. Sorry, Aerith. Ich bin, glaube ich, tatsächlich mit dem Namen Aerith aufgewachsen. Ich hab ja gesagt! Ja, spann dich mal.
Spiegel ist hier, okay. Was soll das? Habe ich den schon mal analysiert? Jetzt hör mal auf, mir ein bisschen Schaden zu nehmen, du. Jetzt guck doch nicht so selbstgefällig in die Gegend. Ja. Ich bin sehr zwiegespalten, was Aerith angeht. Sowieso generell, nicht nur jetzt, seit Crisis Core, weil, wie gesagt. Darf ich hier einfach weitergehen? Irgendwann ist auch mal Schicht im Schacht hier, ne? Wo kommen wir denn da hin? Hey, oder geht's da weiter? Ach, da. Nee, da geht's doch weiter. Ach, da komme ich zur Kirche zurück. Sorry. Oh, Mann. Mann, 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 Mann. Bin ich doof. Karte lesen. Ich kann sonst tatsächlich Karten lesen. Ich dachte, der Zeiger wäre das. Cloud, wo willst du hin? Zurück zur Kirche, Aerith. Mann. Ich wollte die Materie noch einsammeln. Ich hab die nicht vergessen. Dann halt nicht. Ich möchte die mal gerne in den Shop versetzen, damit ich Chadleys Aufgabe erledigen kann. Es muss also sein. Das war's! Genug! Aerith, du kennst dich in den Slums nicht wirklich aus, oder? Merkt man, oder? Verglichen mit dir vermutlich nicht. Ich weiß, wo ich trainieren, arbeiten und schlafen kann. Mehr gibt es nicht in meiner Welt. Lass bloß nichts am Image kratzen. Ja, wie gesagt, sehr zwiegespalten. Das ist so halt. Klar, ich meine, sie kann ja nicht großartig kämpfen irgendwie. Aber sie ist halt so sehr, sehr weinerlich. Das liegt mir halt gar nicht. Aber dann ist sie halt, hat sie auch so eine große Fresse einfach zwischendurch. Das ist schon ziemlich cool. Und ja, ich musste da rein. Tut mir leid. Oh, ja, ich höre da was. Ich höre da was. Ich wusste es, als Reno das gesagt hat. Das ist ein Bahnhof. Das sehe ich selbst. Ein Bahnhof kam aber vorhin in deiner Aufzählung nicht vor. Sehr witzig. Sie ist schon ein bisschen neunmal klug, sagen wir es mal so. Ah, da ist er! Da ist er! Den fällt der Shinra-Helikopter auch nicht auf den Bein. Bleiben Sie ruhig! Ich bitte Sie! Hey, was ist denn jetzt? Guck mal, guck mal! Sei ruhig! Nicht so laut! Ganz schön was los. Bestimmt, weil man den Reaktor von hier aus sehen kann. Wirklich? Schaffen die? Ich glaube, die sind eher besorgt. Du wolltest wohl auch wissen, was los ist, was? Wie? Ja, genau. Gehst du jetzt nach Hause? Weiß ich noch nicht. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Ist ein ganz schönes Stück von der Platte runtergekommen. Wirklich? Ich habe gar nichts bemerkt. Dann hast du aber Glück gehabt. Pass bloß auf dich auf. Hey, weißt du vielleicht, wie man ohne die Bahn nach oben auf die Platte kommt? Nein, leider nicht. Verstehe. Einfach so eine Explosion auszulösen. Ich weiß nicht. Das kommt wirklich zu Unzeit. Ja, da kann ich mich ausruhen. Ich glaube, habe ich auch ein bisschen nötig, oder?
ich würde mich ja echt gerne mal an dem. Oh, ich hab's gerade gesehen. Ich würde mich echt wahnsinnig gerne an diesem Cosplay versuchen. Aber ich weiß, zart und niedlich liegt mir einfach nicht. Potions and Music, weil das so gut zusammenpasst. Sorry. Oh Gott, was ist das? Ihr wisst, dass das nicht stehen bleiben kann, ne? Bananen. Ah, hab ich gekauft. Kinos, Kinos. Aerith, einmal ausruhen, bitte. Gut, gut. Da fühlt man sich gleich wie zu. Oh, seid doch mal so gemein und ich kann mir hier nichts zu essen kaufen an den Ständen. Das ist gemein. Hm? Warte. Ja, wow. Jetzt merkt ihr es. Bereit zum Ausstieg! Ja? Vorbereitung! Fertig! Formation! Oh, nein, den meine ich nicht. Und los! Das ist ein Turk. Die geben wohl nicht so schnell auf. Scheint was Wichtiges zu wollen. Von dir oder mir? Wie auch immer. Sie dürfen uns nicht entdecken. Na, dann nehmen wir die Seitenstraßen. Oh. Da gibt's aber Monster. Du bist ja klar dabei. Wir sind mir lieber als Shinra. Na, same. Ich gehe den Tags aus dem Weg. Aber ich will mich hier umkehren. Es ist eine Geschmackserfahrung. Ja, ich gehe. Nein, oh, doch. Da wahrscheinlich eh nicht erkunden da. Aber ich hoffe, dass ich tatsächlich zum Ende des Spiels hin. Ich weiß, dass ich in den Kapiteln springen das kann. Das ist eines von Shinras Müllhalden. Geschafft Der Ort habe. Ist so unheimlich, dass sogar die Slumbewohner einen Bogen drum machen. Das perfekte Versteck also. Aber ich hoffe, dass ich zu einem Punkt wenigstens wirklich alles erkunden kann, was ich freigeschaltet habe. Oh, da geht's los. Deshalb kommt hier niemand vorbei. Wegen einem Brettchen. Er fängt auf. Mist, hier ist nicht weiter. Noch mehr. Ich bin ein paar Zielrädchen. Okay, hab's kapiert. Da, also sag mal. Wo kommen diese Wesen wohl bloß her? Sie konzentrieren sich auf den Schwächsten in einer Gruppe. Echt? Dann will ich jetzt nicht in deiner Haut stecken, Cloud. Alter, das ist eine Bitch. Liebes. Stern. Oh. Oh. Ich bleib mal lieber bei ihr. Ja! So viel dazu. Oh, Aerith kann mit Magie angreifen und ihre Gefährten heilen. Wenn du im Kampf Viereck gedrückt hältst, führt sie eine magische Angriffsserie, mit der sie mehrere Gegner weiterhin treffen kann. Okay. Komm schon! Okay. Das, okay. Hat das jetzt. Ich hab grad. Das ging so schnell. Hat sie jetzt wirklich viel Schaden gemacht? Ich hab's nicht sehen können, tatsächlich. Da oder da? Da nix. Da nix. Wo geht's denn weiter, wenn wir es. Ah, nee, da geht's weiter. Also, da. Der Weg führt in eine Sackgasse. Ich weiß. Die Arbeiten wurden wohl einfach nie beendet. Hab ich schon gesehen, Aerith.
Nein, hier darf ich ausnahmsweise mal nichts umrennen. Irgendwie erwarte ich hier noch was. Und zwar nicht nur ein paar Shinra-Kisten, bitte. Danke. Nein. Okay. Bin ich schon wieder blind? Übersehe ich irgendwas? Gut, dann nicht. Ich möchte mich so wahnsinnig gerne zart und niedlich versuchen. Ah, es geht mir gerade die ganze Zeit nicht aus dem Kopf. Wo lang? Hallo? Ach so, da. Ja, bin gleich bei dir. Oh, wow, ich hatte sie fast übersehen. Ah nee, die war schon kaputt. Wow, okay. Sorry. Strahler, er läuft einfach durch. Oh ja, oh, das ist wieder hartes Rätsel hier. Lässt sich nicht öffnen. Vielleicht kaputt? Wenn wir dem Weg folgen, sollten wir drumherum laufen können. Ah, ja, die Shinra-Kiste kam ja doch gleich. Ob man den hier irgendwie bewegen kann? Ich mach das. Oh, ich mach das wirklich. Ich dachte, ich muss jetzt irgendein Gefährt suchen. Nein, Cloud macht das. Oh, es klappt. Cloud macht das so. Der braucht keine Gabelstapler oder so. Ich muss gerade. Kennt einer von euch den Film Gabelstaplerfahrer Klaus? Hat überhaupt nichts mit dem Thema gerade zu tun. Oh wow. Solche Assoziationen in meinem Kopf kommen immer genau gerade super passend. Kisten. Jesus Christ, schreib mir doch nicht so. Ins Ohr, Mädchen. Nein, Schockpotenzial. Ich möchte. Wer ist denn noch am vollsten Weg? Ich hab's auch nicht so geschafft. Flieg? Achso, weil sie Wind. Ah! Naja, komm. Das sollte reichen. Ist das auch. Hä? Hey? War das eine neue Art? Wie kommst du darauf? Weil sie den Stärksten von uns angegriffen haben. Alter. Sicher Spaß an mir. Ich hab wahnsinnig viel Spaß an mir. Aber ich möchte zurück zu Tifa. Ich möchte mal gerne ihre Vision ausprobieren. Ich sollte sie mal im Kampf steuern. Das ist das Zentrum der Slums. Oh, au, ha. Ist noch ein gutes Stück. Weil wir einen Umweg gelaufen sind. Bist du etwa müde? Wohl kaum. Ich auch nicht. Aber Hunger habe ich. Was ist mit dir, Cloud? Dir verdirbt wohl nichts die Laune. Sobald wir da sind, gibt's Essen. Keine Zeit, danke. Aber meine Mutter ist eine richtig gute Köchin. Also keine Widerrede. Leg lieber einen Zahn zu, sonst kannst du nur noch meinen Teller sauber lecken. Okay. Okay. Ja, Essen, bitte. Für Essen bin ich immer zu haben. Bitte, wer lehnt dann bitte Essen ab? Gehe ich wieder zurück? Nein, ich gehe weiter, oder? Ist bei mir immer so ein bisschen kritisch, so. Ich gehe zurück, oder? Nein, ich gehe weiter. Nur weil sich die Entfernung da oben vergrößert anstatt verringert. Das hat mich gerade ein bisschen ins Auge versetzt. Nicht meine Schuld! Nicht übertreiben! Ah, sie hat mich voll. Das tut richtig! Zieh dich zurück!
Ich leg los. Oh, ja. Erhalte Dreieck gedrückt, um magische Kraft zu akkumulieren und durch Loslassen der Taste eine besonders mächtige Magie mit Sturm zu entfesseln. Je länger du magische Kraft sammelst, desto mächtiger wird Sturm. Also ist Sturm kein Windangriff, oder? So kannst du je nach Kampflage kurze Angriffe in schneller Folge oder in verheerenden Angriff mit viel Kraft entfesseln. Wie lange kann ich denn aufladen? Ab mit dir! Warte! Weiter geht's. Fliegenblüten, das tut mir leid, da werde ich dann doch ganz zart. Das Fliegenblüten, das sieht so schön aus. Ja. Ich entsinne mich, dass... ich weiß nicht mehr, worum es ging. Aber irgendwann sagte mir mal jemand, ganz erstaunt, in einer bestimmten Situation, wo es um etwas Ähnliches ging. Es ging um mein neues Handy. Weil ich dieses wunderschöne, meerjungfrauenfarbene Handy habe. Und was soll ich hier? Warum sieht es hier so gefährlich aus? Und da wurde mir auf einmal gesagt, ach, du bist ja doch ein Mädchen. Ja, manchmal. Tut mir leid. Was soll ich hier? Hä? Später? Vermutlich. Ja? Nein? Da? Oh! Super. Naja, haben wir das schon mal, katalogisiert, wollte ich sagen, auf der Karte. Hä? Das ist eine Nebenmission. Warte mal. Was ist das denn? Soll ich das noch öffnen? Ich bin doch da gleich fertig. Hä? Das ist eine... Oh. Oh? Oh. Oh. Ups. Er rennt ja recht schnell. Ich bin gleich da. Sorry. Ich hab's gar nicht gecheckt, dass das eine Nebenmission ist. Aber wie soll ich denn da... Bin ich gleich da? Noch lange nicht. Doch. Ah, die Viecher sind zurück. Kann ich auch gleich ein bisschen leveln. Aua. Das ist mein Job. Aber für mich gibt's auch was zu tun, oder? Na klar. So, komm, ich habe nicht so viel Zeit hier. Ich weiß auch einfach mal andere Attacken einsetzen, die vielleicht ein bisschen. Keine große Sache. Muss ich hier hoch? Nein, von da komme ich gerade. Ich sag's ja. Hier ist der Container. Ich bin da. Wie komme ich denn da hin? Warte mal, jetzt bin ich... Oder komme ich da doch von hier aus hin? Wow, ich schneide das raus. Ich bin verwirrt. Ah, lass.
lassen wir das. Wir sind ja schnell. Vielleicht schneide ich es auch raus. Keine Ahnung. Fast wieder da. Fast wieder da. Ja, und die sind auch wieder da. Oh nee, das sieht nicht alle aus. Komm, einmal. Nicht Schwertsturm. Sie ist so aufgeregt. Ich kann auch was machen. Heilen, sorry. Ja, ich weiß, ich habe mich angegriffen. Wiedersehen. Klopft auf die Mühle. Gerade noch so davon gekommen. Ach so, das hört ja jetzt wieder nicht auf. Ach so, sie hat ja nur... Sie hat ja nur Eis. Das Gebet ist ja eine Fähigkeit. Warte mal, bin ich hier richtig? Nein, das war der Weg zurück. Musst du da die Leiter hoch irgendwo? Ja, nein, vielleicht? Nein. Warte mal. Ist das hier? Oh! Aha! Mhm. Ich hoffe, das lohnt sich jetzt. Wir haben es katalogisiert. Irgendwelche andere Kartenabschnitte, die ich übersehen habe? Nein. Hat sich ja doch gelohnt. Guck mal an. Ich glaube, da hoch geht's weiter. Nein, da hoch geht's nicht weiter. Ey! Gut. Da geht's weiter. Nein, ernsthaft? Ja, und... ja, danke, dass das... Ja, okay. Jetzt verstehe ich es auch. Es bewegt sich! Ja, aber nicht mehr lange. Und tschüss! Irgendwer verdichtet? Oh, ich bin stumm. Naja, solange das nicht... Naja, Aerith hat ja ihr... Okay. So eine Schande. Ich tue, was ich kann. Was? Es dreht sich. Oh, sie ist verwirrt. Aber irgendwie scheint mir das nicht so gut zu tun. Los! Warte! Fertigkeiten. No, Gebet braucht zwei. Oh, scheiße. Los! Hopp! Genau her! So motiviert! Na? Ja, und du hast mich getroffen. Du bist ein Fenzel. Es tut mir leid. Hier!
Ja, irgendwie. Zu nachlässig. Das war's. Nein, das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Hier, Fertigkeit. Ich muss ja für Chadley, ne? Oh Gott, das zieht. Erstmal Wunden versorgen. Hätte noch. Wow! Zu spät gesehen. Sorry. Ja. Erstmal, ja, erstmal Cloud. Oh, ich habe ja noch. Au. Gar nicht gesehen, dass ich da noch weitermachen kann. So, Aerith, ich heile dich. Ja, irgendwie ist da was schiefgelaufen. Bleib zurück. Fällt mir im Traum nicht ein. Oh. Los! Das war's dann. Ach so, das war's schon wieder. So, kriege ich jetzt hier mal dieses Tor auf. Ja, danke. Diese Tür von vorhin. Von hier aus sollten wir sie öffnen können. Ja, gehst du runter? Oder vorbei, an der Seite. An die Seite. Danke. Ernsthaft, schon wieder? Gleich erledigt. Aber nur, wenn ich die Hälfte, klar? Los geht's! Du hast mir einen Heiltrank gestohlen. Gibst du dir wohl wieder her? Das anzugucken. Nimm das! Weiter geht's. Gut, hier war noch irgendwo da. Da, so, da. Ja. Ist das wieder... Nein, hier ist Ende Gelände. Nicht, dass ich hier wieder irgendwas... an der Karte missinterpretiere. Ah, I see. Kommst du nicht ran? Klappt nicht, wie? Ich komm nicht weiter. Ah! Boah, das hat gerade lange gedauert. Hey, renn doch, Mann. Er rennt nicht. Manchmal hapert es bei mir so mit der Kombination Steuerung und Kamera. So. Erstmal hier hoch. Dann schieben mit Dreieck. Danke, ja. Danke. Ja, halt doch. Der starke Mann. Aber ist hier jetzt wieder ein Tor zu? Genau. Dann, oder? Von da aus sollte es klappen. Offensichtlich, ja. Ich gehe nochmal gucken, damit ich nicht wieder irgendwas überspringe. Tor zu. Alles in keinem guten Zustand hier. Was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen. Ob man dort oben irgendwie durchkommt? Hm, hab schon und kapiert. Mit Mann meine ich dich, Cloud. Ach ja. Sie hat eine Fresse. Das ist unglaublich. Die ist so frech. Ja, Aerith, ich mach dir das Tor auf, natürlich. Madame? Ich wusste, dass du es schaffst. Danke, Cloud. Hereinspaziert. Na also, wir haben es geschafft. Brauchst dich nicht zu bedanken. Ich will nur bezahlt werden. Meine Gesellschaft ist ja wohl Lohn genug. Wie? Wie? Oh.
Aerith wäre gut bei Gamesünden. Ich hänge ein bisschen was dran, also links geht's nicht weiter anscheinend. Warte mal, bin ich jetzt richtig? Nein. Das andere links. Das links. Nein, auch das nicht? Was? Wo ist dieser kleine, verkackte, schmale Gang? Ja. Ah. Das ist doch links. Und ich so, ja, ich kann Karten gut lesen. Es war links, ja? Es kann sein, dass die Facecam zwischendurch dann Aussetzer macht, weil die nach 4 GB neue Pfeile anfängt. Also wundert euch nicht, vielleicht ist sie dann auch ganz weg. Oh, ich hoffe, die verschwindet nicht. Wir spazieren weiter geradeaus. Hier sind wir in Sicherheit. Vertrau mir. Vergiss die Tags nicht. Ach ja. Du lügst mich an, ich vertraue dir. Sie könnten überall plötzlich auftauchen. Bleib wachsam. Gut, und da geht's zum Bahnhof zurück. Ja. Aber ich möchte eigentlich schon gerne hinlaufen. Dort geht's in Richtung Bahnhof. Ich weiß, Aerith. Alles in Ordnung? Ich wusste es. Nein, ich bin ein bisschen verwirrt und das ist nicht gelogen. Ob das Ganze zu einem Krieg führen wird? Oh, hallo Aerith. Da vorne beginnen die Slums von Sektor 5. Wie aufregend. Gefälschte Nachrichten. Was ich dachte, da los? Ich kann ziehen. Hey! Wir hoffen, dass im Stromausfall wegen des Anschlags neulich funktioniert. Ich ahne, dass gleich vielleicht eine längere Cutscene kommt, oder? Mit den Nachrichten. Da ist eine Bank. Noch mehr Slums, in denen ich mich umgucken kann. Yes! Okay. Ich war erster beim Reifen durchschlüpfen. Ich war erster beim Wettrennen. Also schön. Dann dürft ihr euch eine Süßigkeit als Belohnung aussuchen. Oh. Ja, ich mach mal Pause. Und dann gibt's die nächsten Slums zu erkunden. Kampfberichte 2 von 4. Hatte ich nicht schon 3 von 4? Ja, ach so, den habe ich noch nicht abgeliefert. Ich will zurück zu Chadley. Hey! Ja, insgesamt 10-mal eine Einheit der ATB-Leiste. Was? Warum geht das nicht weiter? Was muss ich hier tun? Okay, ich habe Spezialfertigkeiten bei Gegnern im Schockzustand angewendet und das war aber vorher schon mal auf 1 von 10. Und leider insgesamt 10 mal eine ATB. Während die im Schockzustand sind? Ich bin verwirrt. Wir finden es irgendwann schon raus. Wahrscheinlich wird das irgendwann per Zufall passieren. Ja, nächstes Mal wird es wahrscheinlich wieder ja, so ein bisschen Erkundung geben, so wie das aussieht. Aber ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr auch. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.